Hallo, willkommen bei Wissenslust und weiter geht's mit dem Teil Hormone oder eventuell zum Nervenarzt. Vielleicht fragen sich einige, warum ich jetzt so auf das Thema Hormone so lang eingehe. Da kommt noch was, weil ich glaube einfach, es gibt sehr viele Menschen, die draußen unterwegs sind und die nicht für sich, weil sie die Hilfe eben in der Schulmedizin gesucht haben, für sich nicht entscheiden konnten. Vielleicht gehe ich einen anderen Weg oder welchen Weg gehe ich noch? Und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Menschen da draußen eben zu anderen Ärzten geschickt wurden und sie dann Psychopharmaka von diesen Ärzten bekommen haben, ohne wirklich gut untersucht worden zu sein. Und damit meine ich jetzt auf alle Hormone. Und natürlich zählen da auch wieder Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Da sind wir wieder bei der Mangelversorgung. Also ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn wirklich mal Kommentare kommen würden, wenn jemand sagt, also ich bin so super untersucht worden, ich brauchte trotzdem Psychopharmaka. Also sicher ist es wichtig, um den Menschen am Anfang dabei zu helfen. Aber ich weiß, dass manche Menschen so fixiert dann sind auf diese Tabletten, auf die Medikamente, dass sie Angst haben, wenn die Packung schon dreiviertel zu Ende ist und hoffen, die nächste Packung schon dabei zu haben, weil das die einzige Hilfe ist, die sie dann haben. Und die haben sie halt auch bekommen von der Schulmedizin. Nur alles andere bleibt fern. Wenn ich mein Leben genauso weiter gestalte, wie es vorher war, dann muss doch aber irgendwas stattgefunden haben, wo mein Körper nicht mehr ganz klar mitkam. Denn dann kommen diese Mangelsymptome. Wenn alles gut versorgt ist mit dem, was wir brauchen, dann glaube ich, ist es möglich, vielen zu helfen, die eben auch in einer Depression sind oder auch die eben Burnout sind. Und da muss man reingehen, da muss man sich untersuchen lassen, das muss man sich wert sein. Und das kostet bestimmt auch sein Geld, solche Untersuchungen machen zu lassen. Ganz klar, habe ich selber schon gesehen, muss man für sich aufpassen. Aber man sieht auch immer wieder, wo der Mensch doch wo der Mensch sich selber hinstellt. Also ich weiß genau aus dem Umfeld, für Tiere wird alles gemacht, da ist plötzlich Geld da, wo gar kein Geld da war vorher für sich selber. Und wenn man Untersuchungen macht, nee, dafür habe ich kein Geld, aber vielleicht sind die künstlichen Fingernägel wichtig. Nee, ich habe eigentlich kein Geld, aber dann gibt es schon wieder das, was weiß ich, 25. Paar Schuhe, ja, oder die 30. Handtasche oder das 50. Paar Ohrringe, keine Ahnung. Also das ist jetzt kein Vorwurf, sondern wo setzt man die Priorität? Und die setzt man halt irgendwo und hauptsächlich in der Schulmedizin, indem man zu den Ärzten geht. So, das wollte ich nur mal dazu gesagt haben. Und ich glaube, dass viele Menschen, die eben unter diesen Dingen leiden, viel mehr Unterstützung bekommen könnten, wenn mal richtig nachgeschaut werden würde. So, das Samenkörnchen setze ich jetzt auch mal. So, jetzt kommen wir noch mal zu den bioidentischen Hormonen. Es gibt da ja unterschiedliche Substanzen, haben wir drüber geredet gehabt. Und es gibt natürlich noch Ärzte, die ganz wunderbar und schon vor vielen, vielen, vielen Jahren darüber berichtet haben. Das Geheimnis einer erfolgreichen Behandlung von Beschwerden durch ein hormonelles Ungleichgewicht bei Frauen und Männern heißt also bioidentische Hormone. Dank Veröffentlichungen von Dr. Katharina Dalton, Dr. John R. Lee, Dr. Volker Rimkus und einigen anderen Medizinern blicken wir auf mittlerweile über 70 Jahre Erfahrung mit natürlichen, naturidentischen Hormonen zurück. In dieser langen Zeit wurden keine Nebenwirkungen, aber viele segensreiche Wirkungen bekannt, was viele Bücher und andere Publikationen nicht nur dieser Autoren bezeugen. Das heute zur Verfügung stehende natürliche Progesteron ist eine exakte, identische chemische Kopie des Progesterons, welches vom menschlichen Organismus gebildet wird. Es entfaltet seine spezifische Hormonwirkung genau in der gleichen Weise, nämlich wie das körpereigene Hormon. Da sind wir wieder beim Zentralschlüssel, oder? Es wird vom Körper durch den Rezeptoren und auf allen Zielzellen, egal ob im Gehirn, an der Gebärmutter oder an vielen anderen Stellen im Körper, ganz normal akzeptiert und verwertet. Negative Nebenwirkungen oder gar die Entstehung von Krebs sind von Therapien mit naturidentischen Hormonen nicht bekannt. Neuere Studien belegen dies immer wieder.
Alle naturidentischen Hormone, von denen in diesem Buch die Rede ist, werden aus dem sogenannten Diosgenin gewonnen. Dies ist ein Stoff, der überwiegend aus der wilden Yamswurzel kommt, zu den sogenannten Saponinen gehört und unseren Steroidhormonen schon von Natur aus sehr ähnlich sind. Ich habe euch in dem vorigen Video erzählt, dass in den Apotheken, wie ich nachgefragt habe, es hieß, es ist aber ein bisschen esoterisch, ne, spirituell. Da würde auch keine Frau nachfragen. Also da habe ich gesagt, ja, aber entschuldigen Sie mal, das hilft uns doch. Und Sie verkaufen doch hier auch Bonbons, Lutschmittel, alles Mögliche, ne? Shampoo. Aber sowas, was uns Frauen auf der ganzen Welt helfen würde, das ist zu spirituell und zu esoterisch. Das bekomme ich nicht bei Ihnen in der Apotheke. Das muss ich mir wieder im Internet besorgen oder bei jemandem, der sich auskennt. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich unterstütze gerne kleine Geschäfte und auch Apotheken. Ist ja wichtig, dass sie gibt. Aber da kann ich dann nichts kaufen. Ganz klar, oder? Da fällt mir nichts mehr dazu ein. Vielleicht wissen diese Apotheker und Apothekerinnen ganz viel darüber, aber sie dürfen es ja gar nicht weitergeben. Es ist ja pharmamäßig gesteuert, ne? So, also kommen wir hin. Dieser Stoff wird im Labor so umgewandelt, dass die biochemische Struktur der Endprodukte völlig identisch ist mit den Hormonen, die unser Körper selbst produziert. Wenn die biochemische Struktur der des im Körper produzierten Stoffes völlig gleich, also identisch ist, spielt es keine Rolle, ob der Stoff vom Körper produziert wurde oder im Labor. Warum also gibt es diese natürlichen Hormone, die die Natur so selbstverständlich zur Verfügung stellt, nicht genauso selbstverständlich und ausschließlich als Mittel für eine Therapie? Dass die Behandlung mit natürlichen, naturidentischen Hormonen so wenig bekannt ist, liegt eindeutig an kommerziellen Interessen der Pharmaindustrie. Alles, was in der Natur kommt, und jetzt kommt's und da sind wir wieder, da denke ich auch an Vitamin D, alles, was nicht mehr patentiert werden kann oder rausfiel aus der Patentierung, also ne, nach ein paar Jahren ist ja ein Patent hinfällig oft, das kann man dann nicht nochmal neu patentieren. Und deswegen gibt es Medikamente, die dann auch nicht mehr hergestellt werden. Dann müssen dann die Menschen plötzlich ganz andere Medikamente nehmen, wo es etwas umgestellt ist. Und dann geht es ihnen oft nicht gut. Und die jammern nach den Alten, ne, was ihnen gut getan hat. Ist natürlich bestimmt auch umgedreht, gibt es das natürlich auch. Also da sind wir wieder. Was nicht patentfähig ist, das ist die Natur. Und somit kann die Pharmaindustrie die Natur nicht herstellen. Ne? Geht nicht. Kannst du nicht patentieren lassen. Und dann ist es auch uninteressant. Dann sind das zu wenige Kosten. Da steht also nicht, da stehen nicht wir im Vordergrund. Und jeder soll sein Geld verdienen. Alle Menschen sollen ihr Geld verdienen, der sich dafür einsetzt, der etwas macht, ohne Frage. Aber es darf auch dienlich sein, oder? So, also, es ist uninteressant für die Pharmaindustrie. Also werden die Stoffe, die in der Natur vorkommen, im Labor künstlich verändert. Nur so können sie patentiert werden und mit großem Gewinn vermarktet werden. Der entscheidende Nachteil ist, dass sie jetzt nicht mehr identisch mit den biologischen Hormonen sind, die natürlicherweise in unserem Körper vorkommen. Und daher haben sie nur noch Teilwirkungen der biologischen Originale, dafür aber viele und teilweise auch erhebliche, unerwünschte Nebenwirkungen, die verharmlosen Nebenwirkungen, also verharmlost genannt werden. Und wisst ihr was, da könnte ich euch jetzt ganz wieder viel weiter vorlesen. Ihr könnt euch daran erinnern, dass ich in einem Video vorher gesagt hatte, dass mir gesagt wurde, dann müsste ich jetzt damit leben, dass ich, weil ich die bioidentischen Hormone nehme, dass ich jetzt prädestiniert bin für Herzinfarkt, Schlaganfall und Brustkrebs. Wenn ihr jetzt hier gut zugehört habt, dann wisst ihr, dass es die bioidentischen Hormone nicht machen. Und wir brauchen das Progesteron. Nicht nur Östrogene. Und dann kann man nicht nur Östrogene weglassen oder solche Sachen machen, sondern wir gucken bioidentisch und wie sieht es mit jeglichen Hormonen aus. Aber dann kann ich doch keinen chemischen Scheiß nehmen. Und das erwarte ich doch einfach, dass ich da richtig gut beraten werde, unterstützt werde. Das erwarte ich einfach. Aber das kann man nicht erwarten, weil die Pharmaindustrie ja selbst solche Fortbildungen steuert. Also habe ich gehört aus dem Umfeld immer wieder von Fachleuten, dass man immer schauen muss, von wem wird eine Fortbildung angeboten, mit Einladung, mit Essen, mit Übernachtung und. Wer finanziert die am Schluss? Und ganz klar, ich finanziere natürlich nur etwas, wo ich auch etwas von habe.
Ja, und wenn jetzt ein kleiner Bauer oder eine Frau, eine weise Frau oder wer würde ein Mittel herstellen aus ihren Dingen, die sie eben zu Hause hat, aus Bäumen, oder Pflanzen, Gemüse, Obst, was weiß ich. Könnte die da auch nie patentieren lassen, oder? Oder das werden ja immer wissenschaftliche Studien gefordert. Wer kann das denn? Und es gibt so viele gute Heilmittel, die da sind. Da kommen wir aber auch noch ein bisschen hin. Also in diesem Sinne, das muss man sich gut überlegen und mit dem Arzt oder Heilpraktiker oder Apotheker mal bereden. Ja, da liegen vielleicht die Unterschiede. In diesem Sinne, es geht noch weiter. Danke, dass ihr zuschaut, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bleibt gesund und werdet gesund. Bis bald. Ciao.